Der Spiegel sieht sich dem größten Skandal seiner Geschichte gegenüber. Klaas Relotius, preisgekrönter Redakteur des Magazins, hat über Jahre unentdeckt Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden, auch solche im US-amerikanischen Kontext. Das ruft nun den US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, auf den Plan. In einer Erklärung hat er eine unabhängige Untersuchung der Angelegenheit gefordert. Die Enthüllungen würden der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika große Sorgen bereiten, so Grenell in der Erklärung, denn in einigen der gefälschten Berichte sei es um US-Politik und bestimmte Teile der amerikanischen Bevölkerung gegangen. So katastrophal der Spiegel-Skandal ist und erneut Debatten um die Glaubwürdigkeit von Journalismus entfacht, Trump, der den Medien immer wieder die Verbreitung von Fake News vorwirft, hat es selbst nicht sonderlich mit der Wahrheit. Laut einer Statistik der Washington Post hat der US-Präsident seit Beginn seiner Amtszeit über 6.400 falsche oder irreführende Behauptungen aufgestellt. Das sind durchschnittlich 10 pro Tag.